Herzlich willkommen bei der Silver Assi. Wie ihr gerade unschwer gesehen habt, haben wir heute Heiligabend. Deswegen heißt das Video auch schöne Bescherung. Ja, und natürlich habe ich auch was Schickes gefunden. Gibt ja schon länger die Diskussion, ob ich mir einen neuen Tourenwagen kaufe. Ich habe mir einen neuen Tourenwagen gekauft, das ist so. Der T4 in Pink hat jetzt, ich bin seit Februar, März, jetzt 250, 350 Akkus runter. Ich habe mich jetzt entschlossen, mich von dem zu trennen. Es wird einen neuen geben. Ein paar Teile baue ich aus dem noch aus. Kommen dann in den neuen. Den werde ich, so wie er da jetzt steht, Ruhe, so wie er da jetzt steht, die Alulenkung werde ich rausnehmen, den Empfänger werde ich rausnehmen und noch so ein, zwei andere Sachen werde ich rausnehmen, werde ich ihn verkaufen. Der geht zu eBay Kleinanzeigen, vielleicht auch zum richtigen eBay, mal gucken. Ja, und ich habe natürlich den neuen schon vor mir. Und, ja, ganz ehrlich, ne? Es konnte nur ein X-Ray werden. Wenn man mal ganz ehrlich ist, konnte es nur ein X-Ray werden. Das ist der neue T4 2017, der schon kleine Veränderungen hat. Wir gucken uns das gleich alles mal im Baukasten an. Was anderes war gar nicht möglich. Ja, packen wir mal aus. So. So kam er an. Im Baukasten. Ich habe noch ein paar andere Teile drin, die zeige ich gleich mal. Kleiner Kasten. Es ist eigentlich nicht viel, was in so einem Tourenwagen-Baukasten drin ist. Oh, der ist ja noch verschlossen. Daran habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, das vorzubereiten und den aufzumachen. Zertifikat, ganz wichtig. Wahrscheinlich besten Anleitung macht immer noch X-Ray. Das ist einfach so. Kommt derzeit noch keiner ran. Wir haben dann, hier ist das wahrscheinlich die Hinterradlenkung. Bumper, Bodyposts und Lenkung. Dämpfer. Das sind die Achsen. Oberdeck, Servosaver, Lenkung, die Balks und auch die Querlenker etc. Hier ist ein Differential, ein komplettes, Kugellagersatz, Spool vorne. Das ist die das sind die Bulkheads quasi und das Center Spool. Ein paar Öle sind dabei, 3000 und ich schätze mal, das andere wird 400 oder sowas in der Richtung sein. Komm, rede ich. Ja, 400. Hier sind noch ein paar Schrauben. Ein Bumper. Das ist eine ganz große Veränderung. Der ist jetzt ein bisschen steifer als der erste. Beim 16er, der war sehr, sehr weich. Antennenröhrchen, das werde ich sogar brauchen. Und ganz wichtig, die Chassisplatte. Die ist ein ganz bisschen verändert worden. Ich pack den Karton mal zur Seite.
Hier, mein Bäumchen darf jetzt auch mal zur Seite gehen. Ich kann es jetzt zwar nur so zeigen. Besser als gar nichts. Ja, wir haben leichte Veränderungen. Das ist ganz klar nur eine Evolution und keine Revolution. Wir haben hier die Bohrungen nicht mehr, die hier sind. Ach, könnt ihr gar nicht sehen. Clever Milk. Clever. Hier haben wir keine Bohrungen mehr. Das ist alles gleich. Hier sind ein paar Bohrungen anders. Da ist eine mehr. Die ist auch noch da. Da ist eine. Minimale Veränderungen. Aber das ist beim Tourenwagen eben das Wichtige. Oder das macht den riesen Unterschied aus. Und wenn man das so vergleicht, sind das schon ganz schön viele Unterschiede. Das Servo sitzt ein bisschen anders. Ich werde, wenn ich den Wagen fertig habe, mal ein Vergleichsvideo machen. Ein ganz großer Unterschied sind diese beiden Teile. Dadurch hat man einen gleichmäßigeren Flex im Carbon. Und wie ich feststellen musste, ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Elektronik kommt auch was anderes rein. Bisher hatte ich... Kann man das da sehen? Ja, da kann man das ein bisschen sehen, den blauen Regler. Bisher hatte ich einen LRP Flow. Den werde ich nicht mehr fahren. Ich packe ihn derzeit mal wieder ein. Den werde ich nicht mehr weiterverwenden. Ich habe mir jetzt einen Sanwa-Regler gekauft. Die Sanwa-Regler haben den unglaublichen Vorteil, dass die keinen... Sanwa-Regler haben einen unglaublichen Vorteil, dass die LRP-Challenge zugelassen sind. Klar, LRP vertreibt ja auch Sanwa. Und das finde ich viel geiler, die brauchen keinen Empfänger, weil der ist da schon inkludiert. Ist leider noch nicht da, ein Motor ist auch bestellt, kommt auch gleichzeitig. Servo kommt ein anderes rein, ich habe einen Sevox bestellt, weiß jetzt gerade gar nicht welches. Und die neuen Hoodie-Räder sind auch auf dem Weg zu mir, die waren noch nicht lieferbar. Ja, das ist erstmal der Baukasten. Zertifikat kommt mit rein, klar. Oh, das war ja noch nicht alles. Ich habe die Woche noch bekommen von Level One. Wunderschönen Aufkleberbogen. Sehr, sehr schön. Könnt ihr über Facebook anschreiben, die Jungs, die heißen Level-One. So ein Bogen kostet 10 Euro plus 2,50 Versand, finde ich absolut fair. Das ist bedruckte Folie, das ist kein Papier. Ja. Wenn ihr die nicht fragt, vielleicht kriegt ihr mein Design ja auch. Dann gibt es für den X-Ray T4 einen Leichtlaufriemen für vorne. Einen für hinten. Verbrauchsmaterial, Akkutape, das war jetzt wirklich, das ist fast alle bei mir. Noch nicht ganz, aber fast. Das kommt zum Schluss. Warum ist denn da so viel drin? Ey? Hauptzahnrad und Ritzel, um auf 4,5 zu kommen. Mudguards, die waren jetzt allerdings für ein anderes Auto, die sind mir nicht aufgefallen, dass die da drin sind. Dann habe ich hier einen Lüfterhalter, der ist ganz neu von X-Ray. Die Spools für vorne aus, habe ich jetzt Steel bestellt? Hoodie Spring Steel. Das hier finde ich persönlich das wichtigste Tuning-Teil. Das sind die Spurstangen vorne und hinten, also ich habe da zwei Satz von bestellt. Die sind aus Federstahl. Die Originalen sind aus Aluminium, haben 4 mm Kopf. Die haben 3 mm Kopf und das ist irre lästig, wenn ihr vorne und hinten verstellen wollt oder müsst und ihr immer den Schlüssel wechseln müsst. Deswegen habe ich mir jetzt gleich Spring Steel vorne und hinten bestellt. Einmal die ganz neuen 2,8er Federn. Und die habe ich bei eBay gekauft. Die gab es gerade günstig von Cox. Das sind Doppelgelenkkardans. Der hat zwar schon Doppelgelenkkardans, aber ich hatte beim 16er immer wieder Probleme, dass sich die gelöst haben und da sind mir auch schon öfter mal die Siabs durch kaputt gegangen. Jetzt habe ich mal einmal Nägel mit Köpfen gemacht und habe mir andere gekauft. Ansonsten hätte ich Aeromax genommen. Die haben den Vorteil, dass die geklippt sind. Die können nicht aufgehen. Zumindest nicht ganz so einfach wie die Originalen.
Ja, das kommt da alles rein. So ein paar Teile habe ich auch noch. Graphitteile habe ich noch in der Kiste liegen. Hat der auch verbaut. Ist eine sehr sinnige Sache, das zu verbauen. Die Akkuhalter aus Metall und auch die Alulenkung, das werde ich alles umbauen. So, eine Frage, die sich mir jetzt stellt. Ich habe übrigens noch was. Aber eine Frage, die ich jetzt mal euch stelle. Aufbauvideo T4 2017, ja oder nein? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich werde am zweiten Weihnachtstag sehr wahrscheinlich damit anfangen. Frühen Nachmittag und vielleicht bin ich dann dieses Jahr noch fertig damit. Den S-Works habe ich schon fast fertig. Schreibt mir mal in die Kommentare, Aufbauvideo ja, nein. Danach werde ich das entscheiden, ob ich es mache. Wenn nicht, geht es natürlich ein bisschen schneller. Mit Video dauert es immer ein bisschen länger. Das ist leider so. Eine Sache habe ich mir noch bestellt. Ich war da schon lange geil drauf. Das ist endlich dieses mega geile Hoodie. Schrauberhandtuch. Ich finde das Logo einfach sehr, sehr cool. Macht, denke ich mal, Sinn. Ich setze mich auch ganz gerne mal ins Wohnzimmer zum Schrauben mittlerweile, wenn ich nicht die Kamera mitlaufen habe. Da kann ich das Handtuch drunter legen. Und ich sag mal, ein normales Handtuch kostet auch 10, 15 Euro. Wenn man ein bisschen bessere Qualität haben will, das hier ist schön flauschig. Die Schrauben fallen nicht sofort auf den Boden. Hat sich jetzt mal angeboten. Ja, das war schöne Bescherung. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao.